Ich schwarm Zweifel. Ich schwarm Ich Zweifel. dachte, Ich es schwarm ist alles Zweifel. vorbei. Ich Es ist dachte, alles es ist vorbei. alles Ich vorbei. schwarm Ich Zweifel. Ich dachte, es schwarm ist alles Zweifel. vorbei. Ich Es ist schwarm alles Zweifel. vorbei. Ich Ich schwarm schmeiße Zweifel. hin. Ich Ich schmeiße schwarm hin. Zweifel. Ich schmeiße hin. Ihr Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist es ein bisschen wie ein emotionales Video. Und zwar wollte ich euch mal sagen, ja, warum ich eigentlich bei YouTube so bin und wieso und was so mein Ding. Ich wollte hiermit halt euch zeigen, dass einer aus dem Volk, so gesagt, es auch schaffen kann, ja, seinen Körper zu verändern, wenn man richtig, ja, fest dran glaubt. Und man sich bemühen tut, ja, vor allen Dingen, es ist ja so, ich hatte ja mit YouTube, wollte ich ja schon 2003, wollte ich ja anfangen, aber da hatte ich kein richtiges Equipment, ja, und hat auch gar nicht so richtig einen Plan gehabt da davon, ja, und, ja, und so langsam, hatte ich so die letzten paar Sachen und dann hatte ich meine Kamera gekriegt und dann habe ich gesagt, komm, ich fange jetzt mal. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt und habe dann festgestellt, dass es mir so richtig Spaß macht, ja. Und wollte ist es ja, dass ich damals ziemlich übergewichtig war. Ja, hier blende ich euch ein Bild ein, das war 2008 und hier ab heute, ja, offiziell. Und das ist ja so, ich habe mich im Internet, habe ich immer mich schlau geschlaut, ja, und ich dachte hier, was für Arten, wie kann man abnehmen, was muss man beachten, hin und her. Und dann habe ich mir zahlreiche zigtausende Videos angeguckt, gibt es ja mittlerweile, die Vielfalt ist überragend, aber habe auch vieles ausprobiert und habe gemerkt, ey, nichts bringt, ja, nichts hat mir geholfen, konnte mir helfen und dann habe ich alles überlegt und dann habe ich quasi so meinen eigenen Plan erstellt, meine eigene Ernährung zu meinem Körper integriert und habe gemerkt, dass das, was ich da tue, funktioniert, ja, und deswegen wollte ich euch in der ganzen Welt wollte ich euch mitteilen, wie leicht und dass es schaffbar ist, ja, vor allen Dingen machbar. So, dann hatte ich aber auch, ja, auch Niederlagen gehabt im Leben, wo ich gedacht habe, ey, ja, wo ich erstmal, am Anfang habe ich erstmal keine Veränderung gesehen und dann habe ich gemerkt, ey, nein, es ist kein Bock mehr und so, ja, es bringt doch ebenso nichts und das ist falsch, ja, das darf man gar nicht denken, ja, weil es bringt immer was, ja, vor allen Dingen. Und dann kam auch relativ anschließend ziemlich schnell die ersten Veränderungen und dann macht es richtig Spaß, ja, weiterzumachen, weil man weiß, bis hierhin habe ich alles richtig gemacht und das so behalte ich das weiter, feil ein bisschen an hier und an da was und es wurde immer besser. War ich sehr stolz drauf und wie gesagt, heute noch, ja, also das ist zu meiner Lebenseinstellung geworden, ja, und wie gesagt, wie die Menschen ohne Essen nicht können, so kann ich auch ohne mein Training nicht oder ohne meine geregelte Ernährung nicht, ja. Vor allen Dingen, was ich ja auch noch sagen wollte, war ja, ich hatte dann auch so ein ziemlich tragisches Schicksalsschlag, ja, also ja, mit meinem Vater halt, der hat einen Schlaganfall bekommen. Mein Vater, müsst ihr so vorstellen, war das Leitpferd, das Zugpferd hier in der Familie. Und ja, und plötzlich ist vorbei, ja. Und alles musste ich quasi auf mich, musste ich die Initiative ergreifen und mich dann um alles kümmern. Ich meine, klar. Ist ja nicht schlimm, ja, aber so abrupt, so zack, ja, von heute auf morgen, so bam, dein Leben ändert sich jetzt voll, ja.
Ja, das ist schon krass, ja. Ich weiß, mein Vater hat auch viel, viel für mich getan und so. Und war immer für mich da, ja, so keine Frage. Und plötzlich sowas, ja. Ich meine, der war davor fit und so und dann plötzlich kriegt er einen Schlaganfall, ja. Und ja, schon krass, Alter. So schon krass hat. Das, ja, so ein bisschen emotional ist das schon für mich und vor allen Dingen blende ich euch hier dann ein, wie es aussah, wo ich den im Krankenhaus besucht hatte. Da ist er ging es zur Besserung langsam hinüber. Ja, aber trotzdem ist halt nicht so, wie der war und das tut einen immer noch ziemlich arg im Herzen weh und nagt an einem, ja. Und da hatte ich so einen Moment gehabt im Leben, ja, wo ich gedacht habe, ey, das Leben hat keinen Sinn mehr, ja. So, ja, also ich hatte wirklich die Lust an allem verloren. Ich dachte, hier, ich breche ab, ich kann nicht mehr, ich mache nichts mehr hier, so, ja. So, und das ist auch ziemlich falsch zu denken, weil es gibt immer viele Niederschläge im Leben. Ihr wisst das, ihr habt auch bestimmt zahlreiche Niederschläge im Leben oder schlechte Erfahrungen oder Sachen erlebt, die übelst schlimm waren, ja. Aber das hindert keinen Menschen aufzuhören an das, was er glaubt oder an das, was er sich vorgesetzt hat, ja, im Leben. Es muss immer weitergehen, ja, und das wäre auch voll negativ zu denjenigen, ja, wo krank geworden ist, ja, bringt halt nichts, ja. Es ist zu schwer, also echt übel, es ist echt schwer, aber es ist machbar und man sollte wirklich dran festhalten und sein Ziel durchziehen, ja. So, und wie gesagt, mit dem Video wollte ich euch halt so halt sagen, wieso meine Einstellung halt ist so und was ich so mache und was ich euch damit ja zeigen will und vor allen Dingen ich will euch damit richtig motivieren. Klar bin ich hier ein kleiner Fisch, ja, ich meine, es gibt so viele Motivationsvideos und so, ja, aber ich wollte euch wirklich zeigen, dass einer aus dem Volk, ein Normalo sozusagen, es auch schaffen kann, ja. Vor allen Dingen ist es ja so, dass eigentlich nichts unmöglich ist, ja, in dieser Hinsicht. Vor allen Dingen macht man vieles Positives dann im Leben, man verändert die Einstellung, man verändert seinen Charakter, man wird positiver eingestellt, ja, und man fühlt sich gesünder und fitter. Ja, ist so. Bei diesen Bildern hier, wo ihr seht, da wurde es als fetter und immer, immer schlimmer. Ja, bis zum Schluss. Das ging über 1, 2 Jahre, vielleicht auch 3, aber dann langsam wurde alles besser. Euch setzt, ja, zieht es einfach durch. Das Wichtigste ist immer am Ball bleiben. Und ihr werdet aber auch später belohnt dafür. Ja. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich werde hier sozusagen quasi, ja, kann man sagen, mein Leben verfilmen, ja, und halt euch ein bisschen motivieren mit zahlreichen Sachen werde auch meinen Alltag so verfilmen hier also jetzt nicht verfilmen wie Kinofilmrolle, nur hier euch mal zeigen, weil das freut mich und hab halt damit so ein Hobby entdeckt, das mir Spaß macht und will halt das Ganze mit euch zusammen teilen, ja. Es wird mich beruhigen, wenn ich euch mal so ein Grinsen oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnte, ja, weil es gibt heute so viele negative Sachen im Leben, ja, dass man auch mal abschalten kann, auch mal lächeln oder lachen kann über irgendwas.
So, und wie gesagt, in dem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Habt euch wohl, bleibt mir gesund und schaltet doch mal demnächst vorbei. Auf diesem Sinne sage ich Tschüss.